أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir haben das letzte Mal praktisch vorgeführt, wie man einen Toten wäscht, und ich hoffe, dass jeder das gelernt hat, weil das auch irgendwann im Laufe seines Lebens vorkommt, dass er den einen oder anderen waschen muss, zum Beispiel seinen Vater, zum Beispiel seine Ehefrau, zum Beispiel sein Kind oder sonstiges. Und daher sollte ein Muslim so etwas auch lernen. Heute, inshallah ta'ala, werden wir weitermachen mit das Urteil über den Besuch von Friedhöfen, sowohl für den Mann als auch für die Frau, und welchen Lohn es gibt, wenn man eine Janaza, einen Totenzug, besucht. Das sollte der Muslim wissen, damit er weiß, wo die besten Taten im Islam verborgen sind. Erstmal, liebe Geschwister, es ist beliebt für die Männer, dass sie die Friedhöfe besuchen. Es ist beliebt für die Männer, dass sie die Friedhöfe besuchen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim: Inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur. Ich verbot es euch, bedeutet früher, Gräber zu besuchen. Doch jetzt besucht sie. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns in dieser Überlieferung hier, dass es damals verboten war, die Gräber zu besuchen. Und wenn er es jetzt erlaubt hat, dann heißt das, hier hat eine Aufhebung von einem alten Urteil stattgefunden. Damals war es verboten, dann wurde dieses Urteil geändert und jetzt ist es beliebt, die Gräber zu besuchen. Das bedeutet, es gab Urteile in der Religion, die damals einen anderen Ursprung hatten als jetzt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erlaubt hat, wie zum Beispiel in diesem Fall, dass es damals verboten war und jetzt ist es beliebt, die Gräber zu besuchen. Aber warum? Warum sollte ein Muslim die Gräber besuchen? Wenn wir über die Männer reden, sie sollten nicht zum Friedhof gehen, um Bid'ah zu machen, um Neuerungen zu machen. Das heißt, dass sie Koran auf den Toten lesen. Oder dass sie an bestimmten Tagen, sprich Feiertagen in unserer Religion, die Friedhöfe besuchen. Dieses ist eine Bid'ah, liebe Geschwister, und keine Sunnah. Und das ist leider sehr, sehr verbreitet bei uns, auch gerade in den islamischen Ländern. Dieses ist bitte zu unterlassen, weil es dafür keinen Ursprung, keinen Beweis in der Religion gibt. Aber vielmehr sagte uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum wir die Gräber besuchen sollen. Sie erinnern euch an das Jenseits. Das heißt, das ist der Grund, warum wir die Gräber besuchen sollen, damit wir an das Jenseits erinnert werden. Und in der Tat ist es so, wenn eine Person durch die Stadt läuft und eine Person hört unweigerlich, ob er will oder nicht, er hört Musik. Eine Person hört das schlimme Gerede der Menschen. Eine Person, wenn er durch die Stadt läuft, er sieht viele Dinge, die bei Allah Azza wa Jal übel sind. Daher, was passiert dann mit seinem Herz? Es wird schwach, sein Iman wird schwach. Aber wenn er dann zu einem Friedhof geht und dem Jenseits gedenkt, dass er dem Tod gedenkt, dass er das gedenkt, was Allah Azza wa Jal liebt, das heißt der Akhira, dem Jenseits gedenkt, dann wird sein Herz wieder weicher und er merkt, plötzlich kommt der Iman, der Glaube zu ihm zurück. Deswegen sollen wir auch die Gräber besuchen, liebe Geschwister, denn dieses ist hier vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an uns gerichtet, dass wir das tun sollen, damit wir der Akhira gedenken. Und wenn wir zum Friedhof hereinkommen, dann gibt es ein bestimmtes Dua, was man sagt, liebe Geschwister: Assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minin wal-muslimin. Wa inna insha'Allah
للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Friede sei auf euch, o ihr die Bewohner des Friedhofes von den Gläubigen und den Muslimen. Und hier sehen wir, warum wurden beide Begriffe extra erwähnt. Einmal die Gläubigen, einmal die Muslime. Nicht jeder Muslim ist ein Gläubiger. Das sollte man verstehen. Das heißt, nicht weil man ein Muslim ist, dann ist man Abu Mu'min. Es gibt viele, die Muslime sind, aber das heißt nicht, dass sie richtig gläubig sind. Denn wenn du die äußerlichen Taten vollziehst, dann hast du den Islam angenommen. Eine Person, der betet, der fastet, der die Hasch vollzieht, der die Zakat entrichtet, der ist ein Muslim. Aber frage, was spielt sich in seinem Herzen ab, während er diese Anbetung zu Allah macht? Das ist der Iman. Das heißt, die äußerlichen Taten sind der Islam. Und die innerlichen Taten ist der Iman. Gibt es zwei Personen, die nebeneinander beten? Einer ist vielleicht ein Sünder durch und durch und der andere ist ein Gottesfürchtiger. Natürlich. So etwas haben wir, liebe Geschwister. Deswegen hier diese Unterscheidung. Assalamu alaikum, ahla diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insha'allahu lalahiqun, as'alullah lana wa lakum al-afiyah, bedeutet, wir begrüßen euch mit dem Friedensgruß. Assalamu alaikum, Friede sei auf euch, o ihr die Bewohner des Friedhofes von den Gläubigen und den Muslimen. Und wir werden euch insha'Allah bald nachfolgen. Wir werden euch bald bi'idhnillah ta'ala ebenfalls, wir werden euch nachfolgen. Und ich frage Allah, den Allmächtigen, für uns und für euch, dass er mit uns barmherzig ist, dass er uns vergibt, liebe Geschwister. Und dieses ist ein wichtiges Bittgebet, was ein Muslim sprechen sollte. Na, auch wenn man nach Al-Madina geht, in die Stadt Al-Madina, da gibt es bestimmte Gräber. Von wem? Von wem sehen wir oder finden wir Gräber in Al-Madina? Na, von den Propheten. Nur vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Von den Sahaba radiallahu anhum. Wer ist aber in Masjid al-Nabawi? Welche drei Gräber sind dort? Tfadal. Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, Abu Bakr radiallahu anhum und Omar. Sehr gut. Die Gräber von dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam und von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhum und von Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa ardahu. Diese Gräber sind in Masjid al-Nabawi, liebe Geschwister. Als Ibn Umar radiallahu anhu wa arda vor diesen Gräbern stand, dann sagte er: Assalamu alayka ya Rasulallah. Friede sei auf euch, Friede sei auf dir, o Gesandter Allah. Und er sagte: Assalamu alayka ya Abu Bakr. Und Friede sei auf dich, Abu Bakr. Und Assalamu alayka ya Abati, und Friede sei auch auf dich, o mein Väterchen. Und er meinte, wen damit? Umar ibn al-Khattab. Schaut mal, subhanallah al-Azim. Natürlich, Umar war sein Vater. Erst hat er wen gegrüßt? Den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Danach wen? Abu Bakr al-Siddiq. Und dann erst Umar ibn al-Khattab. Warum? Wer sagt mir warum? Warum hat er diese Reihenfolge eingehalten, Ibn Umar radiallahu anhu? Na, wegen den Rangstufen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ohne Zweifel, ist sowieso der Beste. Er ist der Prophet, der auserwählte Gesandte von Allah azza wa jal. Und es gibt kein Geschöpf auf dieser Erde, was besser ist als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Danach nannte Ibn Umar Abu Bakr as-Siddiq, denn Abu Bakr ist besser als Umar radiallahu anhu. Und das ist unsere Aqida, das ist unser Glaube, liebe Geschwister, dass wir wissen, dass es Rangstufen gibt unter den Gefährten. Und wir wissen, dass manche Gefährte vorzüglicher waren als die anderen. Wenn wir auch sagen, alle Gefährten waren gut, und niemals sprechen wir schlecht über diese Gefährten, denn sie waren die Besten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Überlieferung wurde von Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ta'ala als authentisch klassifiziert, liebe Geschwister. Das heißt, wenn wir auch in Masjid al-Nabawi sind, dann begrüßen wir die Toten, sprich dort den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq und Umar ibn al-Khattab. Einer der Salaf-Gelehrten, als er einmal vor dem Grab der Dreien stand,
Er sagte zu den Menschen, seht ihr, wie sie nebeneinander liegen? Da sagten die Menschen, wir sehen das. Er sagte, so wie sie nebeneinander liegen, so war auch ihre Beziehung in der Dunya. So war auch ihre Beziehung in der Dunya. Und schaut mal, alleine nur Allah Azza wa Jal hat sie geehrt, dass sie neben dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam liegen durften. Wallahi, diese Gnade hat nicht jeder bekommen. Und wie bestialisch und wie schlimm sind manche Zungen, die über diese Gefährten schlecht reden, wo Allah ihnen eine besondere Freundschaft zum Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gegeben hat. Denn der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam liebte Abu Bakr und Umar besonders. Und sie wurden zudem noch neben ihm begraben. Eigentlich sollte Aisha radiallahu anha neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihrem Vater begraben werden. Aber Umar ibn al-Khattab, bevor er gestorben ist, hat er seinen Sohn ibn Umar zu Aisha geschickt, damit er sie um Erlaubnis bittet, dass er neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben wird. Schaut mal, das war das, worum es ihnen ging im Leben. Subhanallah al-Azim, sie wollten nichts von der Dunya. Sie haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über alles in dieser Dunya von allen Geschöpfen geliebt und sie wollten auch mit ihm versammelt werden. Und deswegen haben sie sich angestrengt in dieser großartigen Religion. Möge Allah azza wa jal uns diesen Leuten nachfolgen lassen. Natürlich, es ist ein Recht von einem Muslim, dass du auch seine Janaza besuchst, liebe Geschwister. Das war bezüglich der Männer. Wir haben gesagt, das Urteil über den Besuch von Friedhöfen ist was? Ist eine Sunna, ist Mustahab, ist beliebt, liebe Geschwister. Bezüglich des Besuches der Frauen bei Friedhöfen, so gibt es hier zwei Ansichten der Gelehrten, die bekannt sind und die berühmt sind, liebe Geschwister. Ein Teil der Gelehrten sagt, es ist verboten für die Frauen, die Gräber zu besuchen. Und sie haben den Hadith verwandt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, La'anallahu zawwarat al-Qubur. Allah verflucht die Gräber besuchen. Allah verflucht die Frauen, die Gräber besuchen. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist nicht ganz ohne Zweifel. Diese Überlieferung ist nicht ganz authentisch, denn die Hadith-Gelehrten, manche haben sie als schwach gezeichnet und andere Hadith-Gelehrte haben gesagt, durch die verschiedenen Überlieferungswege könnte sie zu der Stufe Hassan erhoben werden. Nehmen wir auch an, sie wäre authentisch, so neigen wir der Ansicht der Gelehrten, der meisten Gelehrten, die sagen, es ist erlaubt für die Frauen, die Gräber zu besuchen. Das ist die Ansicht von Jumhur al-Ulama, von den meisten Gelehrten, unter der Bedingung, dass die Frauen draußen keine Fitna darstellen. Dann wie kann eine Frau draußen eine Fitna darstellen? Zum Beispiel? Wenn sie sich nicht korrekt bedeckt hat. Sehr gut. Wenn sie sich nicht korrekt bedeckt. Das bedeutet, sie zieht sich keinen richtigen islamischen Hijab an. Sie bedeckt sich nicht islamisch korrekt. Hier würde sie eine Fitna darstellen. Was noch? Wenn sie Parfüm aufträgt, wenn sie sich Schminke aufträgt und so weiter und so fort. Unter diesen Bedingungen darf sie nicht die Friedhöfe besuchen, denn sie stellt hier eine Fitna dar, liebe Geschwister. Natürlich, die meisten Gelehrten haben es erlaubt für die Frauen, dass sie die Friedhöfe besuchen dürfen. Und das hat damit zu tun, liebe Geschwister, dass diese Überlieferung, die manche Gelehrte als authentisch gezeichnet haben, dass Allah Azza wa Jal diejenigen von den Frauen verflucht, die Gräber besuchen, wenn diese Überlieferung nicht überhaupt schwach ist, dann ist sie aufgehoben. Dann ist sie aufgehoben. Denn es gibt eine Überlieferung bei Al-Hakim und Al-Bayhaqi, liebe Geschwister, dass Aisha radiallahu anha wa ardaha nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihren Bruder Abdurrahman besucht hat. Sie hatte einen Bruder, Abdurrahman, und sie hat ihn am Grab besucht. Als sie dieses getan hat, wurde sie gefragt, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses nicht für die Frauen verboten hat, dass sie die Gräber besuchen. Sie sagte ja, jedoch hat er es uns danach erleichtert. Was bedeutet das, dass dieses Urteil aufgehoben wurde? Natürlich, es gibt
starke Beweise dafür, dass es erlaubt ist für die Frauen, die Friedhöfe zu besuchen, liebe Geschwister, unter der Bedingung, dass sie keine Fitna darstellen, weil diesen Dua, den wir gehört haben vorhin, wenn man die Friedhöfe besucht, na, dass man den Dua spricht, und ihr habt den alle in Hisnul Muslim, inshallah, wenn ihr die Friedhöfe besucht, dann sagt diesen Dua und dann tretet erst in diese Friedhofstelle ein. Aisha radiallahu anha ist eines Abends dem Propheten Muhammad s.a.w. nachgelaufen. Sie war sehr eifersüchtig. Der Prophet s.a.w. hatte mehrere Frauen gehabt und sie war immer radiallahu anha sehr, sehr eifersüchtig gewesen. Und dann ist sie ihnen eines Tages nachgelaufen, bis der Prophet Muhammad s.a.w. dort am Friedhof von Al-Baqi' gekommen ist. Da sind die Märtyrer von wem? Wer liegt da am Friedhof von Baqi'? Ihr solltet diese Sachen lernen und verstehen, liebe Geschwister. Wer liegt dort? Na, die Sahaba. Welche Sahaba? Es gibt dort besondere Leute, die dort liegen. Wer? Na? Von Uhud. Die Märtyrer von Uhud und? Musa. Allgemein, jetzt die Märtyrer von Uhud, sie liegen dort begraben. Allah hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, zum Friedhof zu gehen, um für sie Dua zu machen. Was hat Allah ihm befohlen? Dua für diese Insassen des Friedhofes, für diese Märtyrer zu machen. Warum? Weil Allah will, dass er diesen Leuten vergibt und sie in das Paradiesgarten eingehen lässt. Als Aisha radiallahu anha dem Propheten s.a.w. dorthin gefolgt ist zum Friedhof von Al-Baqi', dann hat der Prophet s.a.w. sie gesehen und er war verärgert, weil sie ihm hinterhergelaufen ist. Dann sagte sie zum Propheten s.a.w., was soll ich sagen, wenn ich einen Friedhof besuche? Dann hat er ihr diesen Dua genannt. Wenn es verboten wäre, hätte er ihr gesagt, du sagst den Dua und dann betrittst du den Friedhof? Antwort? Nein. Also ist das ein starker Beweis, den die Gelehrten hier anführen, dass es erlaubt ist für die Frauen, die Friedhöfe zu besuchen, liebe Geschwister. Und noch eine andere starke Überlieferung, die ist in Sahih al-Bukhari, rahmatullah alayh, von Anas ibn Malik, radiallahu an. Er sagte, eines Tages ging der Prophet Muhammad s.a.w. an einem Friedhof vorbei und da sah er eine Frau, die sehr bitterlich geweint hat. Warum hat sie geweint? Warum hat diese Frau geweint? Um ihr kleines Kind. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fürchte Allah und sei geduldig. Natürlich, liebe Geschwister, es ist kein Problem im Islam, wenn eine Person traurig wird, wenn einer von seinen Angehörigen stirbt. Aber was dürfen wir nicht machen? Haben wir gelernt? Nicht klagen, nicht dieses weinerliche Klagen, dieses ist schlimm. Denn wir sind mit allem zufrieden, was Allah Azza wa Jal uns gibt oder nimmt. So lebt ein Muslim. Denn der, der uns diese Sache gegeben hat, kann auch die wegnehmen. Hat auch das Recht, sie wegzunehmen. Und deswegen schlimm ist es, was manche Leute unter den Juhal von den Muslimen machen, dass sie sagen, ja Allah, warum ich? Warum mein Sohn? Warum mein Mann? Warum dieses und jenes? Allah wird nicht gefragt, was er tut, aber wir werden gefragt. Allah Azza wa Jal ist der Eigentümer von allem. Und er nimmt sich, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und wir sagen nichts, außer was Allah Azza wa Jal zufrieden macht, liebe Geschwister. Und wenn man geduldig ist, wird man viel Lohn bekommen, insha'Allah ta'ala. Er sagte zu ihr, fürchte Allah und sei geduldig. Sie wusste nicht, wer er ist. Sie kannte ihn nicht. Dann sagte sie, lass mich allein, denn dich hat nicht das Schicksal getroffen, was mich getroffen hat. Das heißt, du spürst nicht den Schmerz, den ich spüre. Und dann hat man zu ihr gesagt, das war der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin eilte sie zum Haus vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie fand, dass die Tür offen war. Sie ging hinein und sagte zu ihm, ich habe dich nicht erkannt. Er sagte zu ihr, sallallahu alaihi wasallam, die wahre Geduld ist bei dem ersten Schicksalsschlag. Das heißt, wenn dich das Schicksal trifft, in dem Moment sofort, was musst du sagen? Alhamdulillah. Nicht erst, dass du fluchst und eine ganze Welt zusammentrümmerst und nach einem Monat sagst du Alhamdulillah. Nein. Das heißt, im ersten Moment muss die Zufriedenheit muss bei dir
Alhamdulillah herauskommen, herausgeschossen bekommen, sodass Allah Azza wa Jal sieht, dass du nichts mehr begehrst als ihn. Subhanahu wa ta'ala. Hier diese Frau, die am Friedhof war, hat um ihr Kind getrauert. Wo war sie? Auf dem Friedhof. Wäre es verboten, was hätte der Prophet sallallahu machen müssen? Ihr das verbieten, liebe Geschwister. Deswegen sind das zwei starke Beweise, die die Gelehrten anführen. Und wallahu ta'ala ala wa alam, ich sage mit ruhigem Gewissen, eine Frau darf die Friedhöfe besuchen. Nochmal, die Einschränkung ist, wenn sie keine Fitna darstellt. Aber was die Frau nicht tun darf, ist an der Janaza teilzunehmen. Nochmal, sie darf die Friedhöfe besuchen. Aber den Gang der Janaza, ihr wisst ja, wenn der Tote getragen wird, dorthin zum Grab, an dieser darf die Frau nicht beteiligt sein. Weil Salama radiallahu anha sagte, in unserer Zeit wurde uns dieses verboten, dass wir dieses machen, wobei man dieses Verbot nicht streng kontrollierte, aber es wurde uns verboten, wie sie radiallahu anha wa ardaha, die Frau des Propheten Muhammad sallam, sagte. Daher sollte eine Frau nicht direkt an der Janaza, am Totenzug dran teilnehmen, aber sie darf die Friedhöfe besuchen. Was ist der Lohn für die Janaza, liebe Geschwister? Die Janaza, das bedeutet, dass Totengebet, Salatul Janaza, ist sowohl für den Mann als auch für die Frau erlaubt. Für beide. Ist sowohl für den Mann als auch für die Frau erlaubt. Und hier sollte ein Muslim eine wunderschöne Überlieferung hören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wer an einer Janaza teilnimmt, passt auf, bis das Totengebet verrichtet wurde, der wird mit einem Qirat, ich erkläre das gleich, belohnt. Und wer daran teilnimmt, bis die Beerdigung vollzogen worden ist, der wird mit zwei Qirat, mit zwei Löhnen belohnt. Jemand fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie viel sind zwei Qirat? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sie entsprechen zwei riesigen Bergen. Und hier ist gemeint der Berg von Uhud. Der Berg von Uhud, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, er ist 7,5 Kilometer lang. In dieser Größe, in dieser Gewaltigkeit ist ein Qirat, wenn man am Janaza-Gebet teilgenommen hat. Wenn man aber nicht nur am Janaza-Gebet teilgenommen hat, sondern auch die Beerdigung mit besucht hat, dann kriegt man zwei Qirat. Deswegen Ibn Umar radiallahu anhu, als er über den Lohn damals gehört hat, er sagte, Allahu Akbar, wie viel Lohn wir bis jetzt verpasst haben. Diese Leute wussten, was Lohn bedeutet, liebe Geschwister. Und hier sagt der Prophet, wer an einem Trauerzug teilnimmt, bis das Totengebet verrichtet worden ist, der wird mit einem Qirat belohnt. Und hier haben die Gelehrten gesagt, der Prophet hat das allgemein gesagt. Das bedeutet für die Männer und für die Frauen, er hat hier keine Einschränkung gemacht. Denn in unserer Religion bleibt eine Sache so lange allgemein, bis es eine Einschränkung gibt. Wallahu ta'ala. A'la wa a'lam, liebe Geschwister, also haben wir heute gelernt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, man darf als Mann die Friedhöfe besuchen, man soll sie besuchen, aber mit welcher Absicht, dass man? An was denkt? An das Jenseits. An das Jenseits. Und die Frau darf auch die Friedhöfe besuchen, wenn sie islamisch korrekt angezogen ist, wenn sie sich nicht parfümiert und sich nicht schminkt, und sie soll ebenfalls an die Akhira denken, liebe Geschwister. Und wenn man so etwas besucht, wenn man zum Beispiel an einer Janaza teilnimmt, dann kriegt man zwei Qirat, wenn man das Totengebet mitmacht und die Beerdigung vollständig mitverfolgt, dann wird man diesen gewaltigen Lohn bekommen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu. إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir sind jetzt aktuell im Kapitel Al-Janais, wo wir alles über den Totenzug und die Beerdigung lernen. Und das ist wahrlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn wir sind jeden Tag mit diesem Thema konfrontiert, den Tod und alles, was mit den Folgen nach dem Tod zu tun hat. Heute werden wir inshallah ta'ala erstmal darüber sprechen, wo man das Totengebet verrichtet.
und dann für wen das Totengebet verrichtet wird. Erstmal sollte jeder wissen, die Sunna, das Totengebet zu verrichten, ist sowohl dieses in der Moschee zu machen, als auch außerhalb der Moschee. Es ist von der Sunna, das Totengebet sowohl in der Moschee, als auch außerhalb der Moschee zu verrichten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er tat beides. Bezüglich An-Najashi, das ist der Negus, das war der damalige König von Abyssinien. Als er gestorben ist, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam für ihn das Totengebet außerhalb der Moschee verrichtet, wie das bei Al-Bukhari rahmatullah alaihi berichtet wurde. Und er hat sallallahu alaihi wa sallam für Suhail ibn al-Bayda den das Totengebet in der Moschee verrichtet, und somit ist beides erlaubt, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dieses beides getan. Und es gibt Leute, die finden das sehr außergewöhnlich, wenn in der Moschee das Totengebet verrichtet wird, aber tatsächlich ist es die Sunna von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dann lasst uns heute inshallah ta'ala darüber sprechen, für wen wird das Totengebet nicht verrichtet. Es gibt Leute, für sie wird das Totengebet nicht verrichtet. Das hat mit den Beweisen aus dem Koran und der Sunna zu tun, liebe Geschwister. Der erste, für den das Totengebet nicht verrichtet wird, ist für einen Märtyrer, für einen Shahid. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, wie Ibn Qudama rahmatullah alayh in Al-Mughni sagt. Anas radiallahu anhu berichtete, er sagte, anna shuhada Uhud lam yugassalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalla alayhim. Was die Shuhada, was die Märtyrer von Uhud anbelangte, so wurden sie nicht gewaschen und sie wurden mit ihrem Blut beerdigt und es wurde auf sie nicht das Totengebet verrichtet. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er betete nicht für die Märtyrer, die in Uhud gefallen sind. Er hat für sie das Totengebet nicht verrichtet. Noch hat er es für jemand anderen von den Märtyrern, die in der Schlacht gefallen sind, verrichtet. Damit haben wir erstmal eine Gruppe. Die Märtyrer, für sie wird das Totengebet nicht verrichtet. Das gilt aber nicht für einen, der verwundet wurde, zum Beispiel im Krieg, und später gestorben ist, sondern das gilt wirklich direkt für die Leute, die am Ort, beim Kriegsgeschehen gestorben sind. Die zweite Gruppe, für die das Totengebet nicht verrichtet wird, sind diejenigen, die Muslime waren, jedoch den Islam verlassen haben. Und natürlich auch für die Heuchler. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, in Surah At-Tawbah, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Und du, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du sollst auf keinen von ihnen das Gebet verrichten von denjenigen, die gestorben sind, während sie Kuffar waren, und stehen nicht an ihrem Grab, denn sie haben Allah und seinen Gesandten geleugnet und sind gestorben, während sie Frevler waren. Deswegen ist es verboten für diese Leute, das Totengebet zu verrichten, liebe Geschwister. Aber natürlich, es gibt Leute, die sind Heuchler. Man kennt sie nicht. Nur Allah Azza wa Jal kennt ihre Herzen. Wie ist das? Für uns ist so lange jemand ein Muslim, solange das für uns sichtbar ein Muslim ist. Was in seinem Herz ist, das können wir natürlich nicht erkennen. Und deswegen sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, wenn nichts über eine Person bekannt ist, so sollte das Totengebet für diese Person verrichtet werden. Wenn eine einzelne Person weiß, dass eine Person ein Heuchler war, so sollte er nicht das Totengebet für ihn verrichten. Jedoch diejenigen, die dieses nicht wissen, so beten sie auf ihn. Wo hat der Sheikh hier einen Unterschied gemacht? Zwischen denjenigen, der weiß, dass diese Person, die gestorben ist, ein Heuchler war. Aber
nicht jeder ist ein Heuchler, ja, auch aufpassen, sondern das hat mit klaren Beweisen zu tun. Deswegen kann man hier dieses Urteil, das ist ein sehr gefährliches Urteil, dass man über jemanden sagt, dass er ein Heuchler war, genauso auch, dass er ein Käfer war, weil diese Sachen sind die Aufgaben der Gelehrten, liebe Geschwister, dass sie Urteile über Personen ergehen lassen, und das ist nicht die Aufgabe von jedem von uns. Wenn wir zum Beispiel mit klaren Beweisen wissen, dass jemand ein Heuchler war, aber die muslimische Gemeinde weiß das nicht, du betest nicht auf ihm und du informierst die anderen. Aber wenn keiner über seinen Zustand Bescheid weiß, dann betest du auf ihn, denn du weißt nicht, ob er ein Heuchler war oder nicht. Und du wirst deinen Lohn bekommen, inshallah. Und dein Gebet wird ihm nichts nützen. Warum? Weil er als was gestorben ist? Als ein Käfer. Möge Allah azza wa jal uns bewahren. Die dritte Gruppe, für die nicht das Totengebet verrichtet wird, ist ein Mubtada'. Das ist jemand, der Neuerung begeht, die zum Kufr führen. Die Gelehrten unterscheiden bezüglich der Bid'ah in zwei Kategorien. Einmal Bid'ah Mukaffira, das bedeutet eine Bid'ah, die zum Kufr führt, und eine, die nicht zum Kufr führt. Jetzt zum Beispiel gibt es bestimmte Bid'ah, die wir kennen, die Leute heute in dieser Zeit machen. Diese haben aber nicht immer den Grad vom Kufr. Aber es gibt andere Neuerungen, was die Leute heutzutage verrichten, die haben aber den Grad vom Kufr. Zum Beispiel, eine Person geht an das Grab von einer Person und er möchte den Toten um Segen bitten. Er möchte den Toten um bestimmte Dinge bitten. Dieses ist eine Bid'ah, aber nicht nur eine Bid'ah, sondern auch gleichzeitig was? Kufr, Schirk. Deswegen, diese Person hat ein anderes Urteil, als wenn zum Beispiel einer eine Bid'ah macht, er feiert den Geburtstag vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der zweifelsohne eine Bid'ah ist. Diese Bid'ah ist nicht vergleichbar mit der anderen Bid'ah. Deswegen aufpassen, hier, für den nicht das Gebet gemacht wird, ist ein Mubtada', dessen Bid'ah zu was geführt hat? Zum Kufr. Nicht, dass wenn du einen siehst, der feiert den Geburtstag vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dann sagst du, auf ihn bete ich nicht das Totengebet. Nicht diese Bid'ah, die Bid'ah, die zum Kufr führt. Eine weitere Person, für die nicht das Totengebet verrichtet wird, ist der Selbstmörder. Jemand, der sich selbst tötet, liebe Geschwister. Und das haben wir viel in dieser heutigen Zeit, dass es Leute gibt, der nimmt einfach ein paar Überdosis-Tabletten, der hat das Leben satt, oder ein anderer ersticht sich, einer erschießt sich. Wenn jemand dieses tut, Selbstmord begeht, so soll der Imam, der Vorbeter, der bekannt ist in der Gemeinschaft, nicht zu diesem Totengebet von dieser Person gehen. Die normalen Muslime können hingehen, nicht aber die Person, die einen Status haben, wie ein Imam oder sonstige, damit sie damit ein Zeichen setzen. Als in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemand sich selbst getötet hat, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es abgewiesen, auf ihm das Totengebet zu verrichten, aber gleichzeitig sagte er den Sahaba radiallahu anhum, dass sie hingehen sollen und das Totengebet für ihn verrichten sollen. Denn natürlich aufpassen, liebe Geschwister, jemand, der Selbstmord begeht, er ist kein Käfer geworden. Der Selbstmord selbst ist eine große Sünde. Selbstmord ist eine große Sünde, aber es erreicht nicht den Zustand vom Kufr. Leider heutzutage gibt es unwissende Leute, die sagen, dass derjenige, der sich selbst tötet, ein Käfer wird. Und das ist natürlich eine Katastrophe, so eine Aussage zu machen. Weder hat sie eine Berechtigung im Koran noch in der Sunna, liebe Geschwister. Auch eine weitere Personengruppe ist eine Fehlgeburt, die unter 4 Monaten alt war. Natürlich, wir wissen, ab wie vielen Monate wird die Seele von einer Person hereingehaucht, von dem Engel? Ab 4 Monate. Bei dieser Person, wir reden jetzt über einen, seine Seele, dass die Fehlgeburt war unter 4 Monaten, und deswegen zählt er nicht als Mensch. Er zählt nicht als Seele. Und daher verrichtet man auch nicht für ihn das Totengebet, liebe Geschwister. Na, wiederholen wir nochmal kurz, für wen wird nicht das Totengebet verrichtet? Wir haben gesagt, einmal für den Shahid,
für einen Kafir, Munafiq, für ein Mubtadi, dessen Bid'ah zum Kufr führt. Weiter. Und halt ein Kind im Mutterleib, was nicht 4 Monate drin ist. Eine Fehlgeburt, die unter 4 Monaten ist, und der Selbstmörder. Für diese Gruppen wird nicht das Totengebet verrichtet, denn ihr Ausgang ist klar bei Allah Azza wa Jal. Das Totengebet selber, liebe Geschwister, ist vom Urteil her eine Fard Kifaya. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ein Teil der Muslime dieses Totengebet verrichtet, dann sind die anderen befreit. Bedeutet, das ist keine obligatorische Pflicht für jeden einzelnen Muslim. Wenn ein Teil der Muslime das durchführt, sind die anderen befreit. Wenn gar keiner diese Pflicht erfüllt, dann sind alle verantwortlich und sündig damit. Deswegen, ein Teil der Muslime soll immer hingehen zu dem Totengebet. Wenn wir bei einem Totengebet sind, liebe Geschwister, dann unterscheiden wir natürlich, ob ein Mann oder eine Frau gestorben ist. Der Imam, wenn er vor dem Toten steht, dann steht er bei dem Mann am Kopfende. Und wenn es sich um eine Frau handelt, dann steht er wo? In der Mitte. Bei der Frau in der Mitte, beim Mann am Kopfende. Und man macht viele Reihen. Auch wenn die Anzahl der Besucher, derjenigen, die kommen, um den Lohn zu erhalten für die Janaza, auch wenn der Anteil gering ist, wenn die Anzahl gering ist, trotzdem macht man viele Reihen. Man versucht 3, 5 oder 7 Reihen zu machen, je nachdem, wie viele Leute dort sind. Das heißt aber nicht, dass einer einzeln in der Reihe steht, ja? Und wenn man zu spät kommt zu einer Janaza, das Gebet wurde verrichtet, dann soll man versuchen, bevor er noch beerdigt wurde, das Totengebet zu vollziehen. Einer, der zu spät kam, soll versuchen, bevor die Person beerdigt wird, auf ihn das Totengebet zu verrichten. Woraus besteht das Totengebet, liebe Geschwister? Es besteht erstmal aus 4 Takbirat. Das ist eine Form. Es gibt andere Formen, aber wir werden uns mit dieser beschäftigen, inshallah ta'ala. Aus 4 Takbirat. Takbir heißt Allahu Akbar zu sagen. Beim ersten Takbir sagt man die Isti'ada. Das heißt, man nimmt Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Und man liest die Al-Fatiha. Man liest die Al-Fatiha bis zum Schluss. Hier sagen die Gelehrten, man sagt nicht das Eröffnungsbittgebet, was man im Gebet sagt. Zum Beispiel, Subhanakallahu wa bihamdik, wa tabaraka ismuk und so weiter. Oder Allahu Akbar kabiran, wa alhamdulillah kathiran und so weiter. Diese Eröffnungsgebet sagst du nicht. Das Eröffnungsgebet, was du im normalen Gebet machst, sagst du hier nicht, weil dieses nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überliefert wurde. Aber du machst die Isti'ada, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, und du liest die Al-Fatiha. Das ist der erste Takbir. Nachdem du den zweiten Takbir sagst, und hier, liebe Geschwister, gibt es einen Unterschied. Manche werdet ihr sehen, die heben ihre Hände, wenn sie den Takbir aussprechen, und andere heben nicht ihre Hände. Das heißt, manche lassen ihre Hände auf die Brust und andere heben zum Takbir ihre Hände und rezitieren, was sie rezitieren sollen. Der Unterschied ist, dass vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das überhaupt nicht berichtet wurde, dass er die Hände gehoben hat. Dass er nicht die Hände gehoben hat. Was aber allerdings authentisch überliefert wurde, ist von Ibn Umar radiallahu anh, dass er die Hände gehoben hat. Deswegen haben die Gelehrten das nicht so eng gesehen. Wer die Hände heben möchte, kann dieses tun. Und wer nicht die Hände heben möchte, braucht dieses nicht zu tun. Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam allerdings wurde dieses nicht authentisch berichtet, liebe Geschwister. Das heißt, beim ersten Takbir machen wir die Isti'ada, wir lesen die Al-Fatiha. Beim zweiten Takbir machen wir Salawat. Das bedeutet, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Und das, was wir schon bereits gelernt haben, das ist beim zweiten Takbir. Nur das, nichts weiter. Beim dritten Takbir macht man Bittgebete für den Verstorbenen, liebe Geschwister. Macht man
Bittgebete für den Verstorbenen. Und es gibt welche, die von der Sunna überliefert wurden, zum Beispiel Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da. Allah, wir bitten ihn, wenn diese Person, der gestorben ist, ein Muhsin war, das heißt ein Gutes Tunder, dann soll Allah diesen Ihsan, das Gute, was diese Person gemacht hat, vermehren. Und wenn er Schlechtes gemacht hat, dann soll Allah Azza wa Jal dieses übersehen. Und wir bitten Allah Azza wa Jal darum, dass er uns den Lohn nicht verwehrt, dass er uns den Lohn nicht verwehrt, dass wir gekommen sind zu seiner Janaza und dass Allah Azza wa Jal uns nicht einer Versuchung aussetzen soll, wie er das mit anderen gemacht hat. Imam Malik sagte über diese Überlieferung, er sagte, هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة. Das ist das beste Dua, das beste Bittgebet, was ich überhaupt gehört habe, was man bei der Janaza sagen kann. Aber das sind nicht die einzigen Bittgebete. Es gibt auch andere Bittgebete, liebe Geschwister. Das ist der dritte Takbir. Beim vierten Takbir macht man Dua für sich selber. Und hier hast du viele Möglichkeiten. Und wenn du willst, nimm den Hisnul Muslim mit. Da hast du viele Bittgebete, die darin stehen. Und es ist sehr, sehr schön, dass man hier nicht vergisst, für sich selber Bittgebete zu machen. Warum? Weil diese Sache hat mit Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal zu tun und du wirst weich in so einem Moment. Es sollte nicht eine Person am Friedhof sein, der irgendwelche Späßchen dort macht oder irgendwelche Sünden, sondern er sollte wirklich daran denken, dass er der Nächste ist, liebe Geschwister, und dann wird er diese Bittgebete brauchen. Möge Allah Azza wa Jal uns allen ein gutes Ende geben. Darf man bei der Beisetzung von einem Kafir dabei sein? Darf man bei der Beisetzung von einem Kafir dabei sein? Hier, liebe Geschwister, hat unsere Religion klar Stellung dazu bezogen. Für einen Muslim ist es nicht erlaubt, an einer Janaza von einem Kafir teilzunehmen. Es ist nicht erlaubt. Warum? Weil wir kommen gleich zu dem Beweis, inshallah ta'ala, und das gilt auch gerade für unsere Geschwister, die zum Beispiel Eltern haben, die keine Muslime sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hatte ein sehr gutes menschliches Verhältnis zu seinem Onkel Abu Talib. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam besuchte nicht seine Bestattung. Von wem? Von Abu Talib. Können wir sagen, er hatte ein gutes Verhältnis zu ihm? Natürlich. Besser als manche zu ihren eigenen Eltern. Denn die Tatsache, dass Abu Talib, liebe Geschwister, nicht als Muslim gestorben ist, hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran gehindert, an seiner Bestattung teilzunehmen. Und subhanallah, der letzte Augenblick, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat daran teilgenommen. Er kam herein in die Wohnung von Abu Talib und Abu Talib lag im Todesbett. Und es heißt in der Überlieferung, دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. Er kam bei ihm herein, وعنده نفر من قريش. Und bei ihm war eine Gruppe von den Qurayshiten gewesen. منهم أبو جهل وعبد الله ابن أمية. Unter ihnen Abu Jahl. Wer war Abu Jahl? Der andere Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Feind Allahs und der Feind der Gläubigen und der Feind des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abdullah ibn Umayyah. Schaut mal, faqala lahu. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Abu Talib, faqala lahu qul la ilaha illa Allah. Kalima uhajju laka biha 'inda Allah 'azza wa jalla. Sag la ilaha illa Allah. Sag ein Wort, so dass ich danach die Möglichkeit habe, bei Allah für dich um Gutes zu bitten, sozusagen um eine Fürsprache. Dann sagte, und schaut mal hier, was schlechte Freunde ausmachen, فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. O Abu Talib, sagten Abu Jahl und Abdullah ibn Umayyah zu Abu Talib. Sie sagten zu ihm, möchtest du wegrücken von dem Weg, von der Religion, von deinem Vater?
Schaut mal, subhanallah, welche Frage sie ihm gestellt haben an seinem Todesbett. فَقَالَ أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَالِبِ. Dann sagte Abu Talib, ich bin auf der Religion von meinem Vater. Was war sein Vater? Götzendiener. فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَا عَنْ. Ich werde für dich um Vergebung bitten, solange mir dieses nicht verwehrt wird. Dann hat Allah Azza wa Jal eine Aya herabgesandt. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَا مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Es geziemt sich nicht für den Propheten und auch nicht für die Gläubigen, dass sie für die Götzendiener um Vergebung bitten, selbst wenn es ihre nahen Verwandte sind. Dieses, nachdem den Götzendienern klar geworden ist, dass sie Brennstoff vom Höllenfeuer sind. Das geht nicht nach unseren Gelüsten. Es gibt einen, der sagt, was? Ihr wollt mir verbieten, bei meinem eigenen Vater oder meine eigene Mutter anwesend zu sein, und seine Eltern sind nicht Muslime. Dann sagen wir ihnen ja, weil unsere Religion das verboten hat. Das ist nicht unser Verbot. Allah hat das verboten. Ich meine, die Ayah ist klar, oder? Haben wir die Ayah verstanden? Allah hat das dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten und auch den Gläubigen, liebe Geschwister. Und auch ein klarer Beweis: Ein Beduine kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und befragte ihn über seinen Vater, wo er ist. Er wollte wissen, wo ist mein Vater? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. Wenn du an einem Grab vorbeikommst von einem Götzendiener, dann verkünde ihm das Höllenfeuer. Und er sagte, ولقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا. Er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat mir dieses ausdrücklich, nachhaltig, immer wieder gesagt. مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ. Und ich ging seitdem nie wieder an einem Grab vorbei, außer dass ich dem Inhaber, dass ich denjenigen, der im Grab gelegen hat, vom Götzendiener, das Höllenfeuer versprochen habe, verkündet habe. Liebe Geschwister, Imam Malik rahmatullah alayhi sagt, der Muslim sollte nicht seinen Vater waschen, wenn dieser als Kafir stirbt. Noch sollte er seine Janaza begleiten oder in seinem Grab herabsteigen, außer er fürchtet, dass dieses an dem Toten vernachlässigt wird. Haben wir das verstanden? Das heißt, wenn es niemanden anderen gibt, wie im Falle von Abu Talib, da hat der Prophet sallam zu Ali ibn Abi Talib gesagt, beerdige deinen Vater. Warum? Weil es sonst niemand anderen gegeben hat. Aber das können wir hier nicht sagen. Ja? Hier werden die bestattet oder verbrannt oder je nachdem. Okay, dass sie verbrannt werden, das soll man verhindern, aber man selber darf nicht an diesem Toten zu teilnehmen. Liebe Geschwister, und das, was noch übler ist, wir sehen sogar heute Leute, auch Muslime, die gehen in die Kirche, wo Zeremonien abgehalten werden für den Toten, weil dieses ihr Vater oder ihre Mutter ist. Dieses ist ein grober Fehler. Dieses ist ein grober Fehler, denn was wird in der Kirche gemacht außer Kufr und Schirk? Und es ist nicht erlaubt für einen Muslim dort zu sein, liebe Geschwister. Jetzt habt ihr kurz Zeit für Fragen und dann bi'idhnillah ta'ala beenden wir. Tafadal. Bei den Takbirat, wie war das nochmal? Erstmal Fatiha? Bei erster Takbir sagen wir was? Vor der Fatiha noch? Isti'ada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dann die Fatiha. Dann zweite Takbir. Man hebt die Hände oder man hebt nicht die Hände. Am besten man folgt dem Imam. Wenn du dem Imam folgst, wirst du noch belohnt. Weil das Befolgen des Imam bringt Lohn, inshallah ta'ala. Beim zweiten Takbir sprechen wir was? Die Salawat. Auf den Propheten Muhammad sallallahu und auf Ibrahim alayhi salam. Beim dritten Takbir, was machen wir? Dua für den Toten, Verstorbenen. Und nach dem vierten Takbir machen wir Dua für uns selber. So ist der Ablauf vom Totengebet. Und wenn wir abschließen, man kann einmal nur auf die rechte Seite sagen,
Assalamu alaikum. Okay, das ist ausreichend. Du kannst auch auf beiden Seiten sagen, Bidnillah ta'ala. Na. Manchmal habe ich erlebt bei den Totengebeten, dass, dass bei dem vierten Takbir wird so schnell, dass man kein Dua mehr machen kann. Na? Wird sofort danach, also es wird beim vierten Takbir Allahu Akbar gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum. Und das ist schade, weil eigentlich sollte man Dua für sich machen. Das oft erlebt. Na. Das erlebt man oft auch in Haram, wenn man in Mekka ist, das so schnell. Und ich meine, du bist auch wichtig, du willst auch Dua für dich machen hier in diesem Zusammenhang. Na? Und deswegen, ja, alhamdulillah, wenn man im Haram ist, fast nach jedem Pflichtgebet gibt es was? Totengebet, Janaza. Und manche Gelehrte wie Imam An-Nawawi rahmatullah alayh und andere Gelehrte, sie sagen, nicht nur jedes Pflichtgebet bringt 100.000 Einheiten, sondern auch die anderen Gebete. Überlegt mal. Und manche ärgern sich. Der ärgert sich, dass es ein Totengebet gibt, der Miskin. Dabei kriegt er 100.000-fachen Lohn. Yani, wer ärgert sich über so einen Lohn? Das ist ein schnell erreichter Lohn. Manchmal sogar nach einem Pflichtgebet. Wallahi, yani, ich musste mich zurückhalten. Du hast dich schon gefreut, dass es Tote gab. Dort. Weil es gab so viel Lohn. Alhamdulillah, die dort sterben, inshallah, sind die bi'idhnillah ta'ala Gläubige. Möge Allah azza wa jalla alle Muslime in das Paradies bringen. Amen. Subhanallah, ein Bruder hat mir letztens ein Bild gezeigt von einem, der ist in Masjid al-Haram gestorben, während er auf dem Rücken gelegen hat und er hatte Koran gerade gelesen und der Koran war sogar aufgeschlagen und seine Hand war dazwischen. So ist er gestorben in diesem Zustand. Allahu Akbar. Schaut mal, subhanallah, wo manche Leute sterben am heiligsten Ort und wo andere sterben, a'udhu billah, am verfluchtesten Ort. Allah erwählt seine Diener aus, mit denen er zufrieden ist und er gibt ihnen ein gutes Ende und den anderen gibt er nur Schmach und Erniedrigung, denn sie haben nichts anderes verdient. Möge Allah azza wa jal uns nur mit einer Gehorsamkeit sterben lassen. Ja. Na, sonst noch Fragen, liebe Geschwister? Ansonsten beenden wir inshallah. Vater. Inshallah, könntest du inshallah für uns noch die anderen Arten von den Gebeten sagen? Du hast uns vorhin gesagt, es gibt andere Arten, aber diese vier sind die richtig. Richtig. Es gibt nicht nur vier Takbirat. Es gibt in der Sunna noch andere, die überliefert sind. Aber ich denke, wir fangen erstmal klein an, inshallah. Ich bin froh, wenn die Unterrichte erstmal verarbeitet werden, inshallah. Na, alaikum salam. Das heißt, man kommt zu spät zum Gemeinschaftstotengebiet. Genau. Na. Man sieht aber, der Tote ist noch nicht in der Erde. Na. Macht man das alleine dann? Ja. Hier gehst du und betest auf den Toten, bevor er beerdigt wird. Na. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimullah ta'ala sagt, ich bevorzuge, dass erst auf ihn gebetet wird, bevor er beerdigt wird, als danach. Warum danach? Weil natürlich der Prophet s.a.w. sagte, beeilt euch mit der Beerdigung. Und deswegen soll man das schnell machen. Na? Weil wenn er ein Gläubiger war, dann will er was? Er will sofort beerdigt werden. Na? Wenn er ein Gläubiger war. Na, Vater. Ich habe zwei Fragen. Die erste, bei der zweiten Takbir, man muss die Salawat zum Allahumma salli und dann Allahumma barik auch dazu? Oder? Ja, die normalen Salawat, die du sprichst. Und die zweite ist, in Pakistan und Indien ist die Janaza, die betet erst einmal wie das Wir, Subhanakallah, ohne Fatiha und dann kommt die Salawat. Nein. Gibt diese sowas einen Beweis? Nein, es gibt dafür keinen Beweis. Es gibt dafür keinen Beweis und das ist auch die Ansicht der Gelehrten. Sie sagen, es wurde nicht authentisch überliefert, dass dieses gemacht wurde vom Propheten Sassala. Und das ist die Mehrheit der Gelehrten. Nur Abu Hanifa rahmatullah alayh hat gesagt, man macht Eröffnungsgebet, weil er hat das Salatul Janaza wie ein normales Gebet gesehen. Aber Salatul Janaza hat kein Rukur, hat kein Sujud. Sogar manche Gelehrte, sie haben darüber gestritten, ob man überhaupt für dieses Gebet Wudu braucht oder nicht. Aber man braucht Wudu für dieses Gebet. Na? Aber insofern, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik, rahmatullah alayhim, sie sagen alle, man braucht das Eröffnungsbittgebet nicht zu machen, weil dieses nicht authentisch vom Propheten Muhammad s.a.w. überliefert wurde. Naam, Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Taib, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mittwoch, insha'Allah ta'ala, haben wir wieder Unterricht um 18.30 Uhr. Möge Allah azza wa jalla von mir und von euch annehmen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.